Am Dienstagabend um kurz vor 7 wurden wir zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Zug und einem Pkw an einem Bahnübergang gerufen, bei dem ein Zug einen Pkw mitgeschliffen hat und ein Stück weit die Bahnstrecke entlang gezogen hat. Gott sei Dank ist niemand verletzt worden. Der Fahrer des Pkws befand sich zum Zeitpunkt des Aufpralls nicht mehr im Fahrzeug. Durch die Feuerwehr wurden hier Maßnahmen eingeleitet im Sinne von Erkunden der Einsatzstelle, Betreuen der Personen und Ausleuchten. Und im Einsatz waren an dieser Einsatzstelle Kräfte der Berufsfeuerwehr, der Feuerwache 1 und die Kräfte der Freiwilligenfeuerwehr Krefeld aus dem Löschzug Fischeln. Fährt nicht? Ja. Und dann alles andere. Bitte. Es handelt sich um einen Personenzug, der war mit ca. 60 Personen besetzt. Von diesen 60 Personen war niemand verletzt. Wir haben den gesamten Zug auch begangen und alle rettungsdienstlich betreut. Es gibt keine Verletzten innerhalb des Zuges. Der Lokführer ist auch nicht verletzt. Derzeit unterstützen wir die Polizei noch bei ihren Maßnahmen durch die Vornahme von Beleuchtungsmaterial für die Ermittlung zur Unfallursache und für die Bergung des PKWs, und danach wird das Ganze an die Polizei übergeben und dann rücken auch die letzten ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr Fischeln ein. Das hat man nicht alle Tage, es ist schon ein besonderes Stichwort. Mit dementsprechend großem Kräfteansatz sind wir hier auch hingefahren. Ich habe mich schon.